Willkommen zum neuen TagView Vlog. Es geht um das Xperia 10 Mark II. Erste Testberichte und Reviews sind in Japan erschienen und ich habe mir das Ganze angeschaut und möchte euch das in kleiner, kurzen, kompakten Form vorstellen. Ich habe hier mein Xperia 10 Plus Gerät. Das ist ja so der spirituelle Vorgänger, würde ich mal sagen. Spirituell aus dem Grunde, weil das hier 6,5 Zoll hat und das neue Xperia 10 Mark II nur in einer 6 Zoll Variante daherkommt. Also kleiner und etwas kompakter. Das Xperia 10 Mark II wird mit Kopfhörern ausgeliefert. Das sind MH410C Kopfhörer. Das sind Kopfhörer, die nicht ins Ohr, in den Gehörgang reingeschoben werden, sondern nur auf das Ohr aufgesteckt werden. Also eine etwas billigere Variante, würde ich mal sagen. Ich hätte mir hier die MH750er eher gewünscht. Ein Triple-Kamerasystem gibt es auf der Rückseite mit der Standard-Hauptkamera 12 Megapixel, einer Telekamera mit 8 Megapixel und einer Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel. Also ein Triple-Kamerasystem, das ist für die Preisklasse sicherlich auch ziemlich ordentlich. Die Sensoren sind aber etwas kleiner als beim Xperia 1 oder dem Xperia 5. Dementsprechend kann man wohl mit einer etwas schlechteren Qualität, gerade auch bei Lowlight, rechnen. 151 Gramm ist das Ganze schwer. Das ist also ein ziemliches Fliegengewicht. Snapdragon 665 mit 4 GB Arbeitsspeicher wird ausgeliefert. Ach, schade, da hätte ich mir ein bisschen was mehr Bums erwartet. 710er, 730er wäre sicherlich deutlich besser und zumindest eine Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher hätte auch drin sein können für ein perfektes Mittelklasse-Smartphone. Was ziemlich perfekt ist, apropos perfekt, ist das Display. Ein 6 Zoll kompaktes Full HD Plus Display ohne Notch im 21:9 Format mit den typischen Displayrändern oben und unten. Diesmal allerdings symmetrisch angeordnet, anders als beim Xperia 10 und dem 10 Pluser. Mit Gorilla Glass 6 geschützt und OLED. Das ist für die Mittelklasse nicht normal, sagen wir mal so. Und es scheint wahrscheinlich ein ziemlich ähnliches Panel zu sein wie beim Xperia 5 oder dem Xperia 1, wobei das Xperia 5 auch mit 6 Zoll daherkommt und das Xperia 1 mit 6,5 Zoll. Also dem Xperia 5 ist es doch etwas ähnlicher. Auch bei der Farbdarstellung und Wiedergabe und Helligkeit kommt es dem Xperia 5, dem Spitzenklassenmodell von Sony, sehr, sehr nahe. Und das ist auch gut so. Und für die Mittelklasse ist das eines der besten Displays, die die Tester bisher gesehen haben. Leider fehlt allerdings bei der Farbkalibrierung der Creator-Modus. Den hat Sony ja nur dem Xperia 1 und 5 beigelegt und ermöglicht es dadurch, die Farbanpassungen so zu machen, wie sich der Autor, der Creator, das Ganze gedacht hat. Beispielsweise für Spielfilme und für Videos sicherlich ziemlich gut geeignet. Es liegt mit 6 Zoll sehr kompakt in der Hand und dadurch, dass der Rahmen des Gehäuses in matt gehalten ist, sollte es auch nicht wegrutschen. Man hat versucht, so ein bisschen mit Hochglanzoptik auf der Rückseite, leider nur Plastik, das Ganze ein bisschen was aufzuwerten im Vergleich zum Xperia 10 und 10 Plus, was noch eine matte Oberfläche hatte. Aber ich habe diese matte Oberfläche lieber bei einem Plastikgehäuse, muss ich ganz ehrlich sein. Man hat es versucht, ein bisschen was, also sieht etwas besser aus, aber es fühlt sich wahrscheinlich nicht besser an in der Hand. Dafür sehr gut im Gehäuse ist jetzt eine Zertifizierung für IP65 und 68 mit integriert, das heißt Wasser- und Staubgeschützt. Das heißt, ihr könnt damit auch im Regen Fotos machen oder falls ihr auf Safari gehen wollt oder in die Sahara staubtrocken, sollte das auch keine Probleme machen. Frühstücken wir direkt mal die AnTuTu-Benchmark-Werte ab. 173.000 bis etwa 175.000, je nachdem, was für einen Test man sich anschaut. Und ihr wisst, Benchmarkwerke können immer ein bisschen was schwanken, erreicht das Smartphone. Zum Vergleich, das Pixel 3a hat mit dem Snapdragon 670 etwa 184.000 Punkte. Das heißt, die sind da ein bisschen was stärker bei der Google Pixel-Reihe. Hier ist es ein bisschen was, wo ich sage, da zeigt sich der schwächere Prozessor so ein wenig. Da hätte ich mir einen stärkeren gewünscht, aber es ist kein dramatisch schlechter Wert. Für die Mittelklasse ist es halt eben die Mitte. Wie sieht dann die Performance aus mit diesem Prozessor? Flüssiger als noch beim Xperia 10 oder dem Xperia 10 Plus, weil hier, naja, sagen wir es mal ehrlich, nur das 10 Plus hatte einen wirklich vernünftigen Prozessor. Gaming mit PUBG ist möglich, nur in den Medium-Einstellungen. Dort kann man dann zwischen Performance oder flüssig
und balanciert wählen, aber man hat keine Möglichkeit auf HD zu schalten. Das lässt sich nicht einstellen. Es ist also kein wirkliches Spiele-Smartphone. Wer damit zocken möchte und ein Spieler ist, dem wird das keinen Spaß machen, aber für Gelegenheitsspiele durchaus ausreichend. Medien konsumieren ist ziemlich schön, das geht auch ohne Probleme. 6 Zoll Full-HD-Display, OLED, eines der besten Displays in dieser Preisklasse sowieso. Da macht es natürlich auch Sinn, dass es da auch ein White Wine Level 1 gibt, man also Netflix in Full-HD anschauen kann. Das, was leider fehlt, das wäre so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der ganzen Geschichte, wäre noch HDR-Support. Der fehlt leider, dafür gibt es aber auch VP9 und AVCHD. Dekodierungssupport in Netflix. Wie beim Xperia 1 Mark II ist auch hier der Fingerabdrucksensor neu. Das heißt, man hat wieder einen Powerbutton mit Fingerabdrucksensor verbaut und er ist nicht so glänzend wie hier dieser noch, der Probleme macht bei der Erkennung. Das heißt, es wird ein deutlich besserer Fingerabdrucksensor sein. Vielleicht wird er nicht mit den Honor oder Huawei Fingerabdrucksensoren auf der Seite mithalten können, aber mit Sicherheit mit den Samsung In-Display Fingerabdruckscannern des A51 zum Beispiel durchaus. Es gibt einen Monolautsprecher auf der Front unten. Das ist ein bisschen seltsam, weil normalerweise kennen wir das ja auch vom Xperia 10 und dem 10 Pluser wird das hier unten angebracht. Auf der unteren Kante und feuert dann nach unten. Nein, beim Xperia 10 Mark II hat man sich gedacht, wir feuern nach vorne, aber auch nur unten. Und dort gibt es eine kleine Auskerbung, wo das eben nach vorne feuert. Also sieht so ein bisschen aus wie das Xperia 1 Mark II, das ja auch so einen nach vorne feuernden unteren Lautsprecher hat. Die haben aber oben auch noch einen. Der wird beim Xperia 10 Mark II leider nicht verwendet. Was die Lautstärke angeht, ist die durchaus okay. Was den Bass angeht, da fehlt es einfach so ein bisschen. Also so ein typisch Mittelklasse-Gerät, wo der Sound nicht der allerbeste ist, würde ich mal sagen. Aber auch nicht super schlecht. Der interne Speicher ist nicht sehr schnell angebunden. 300 Megabyte pro Sekunde etwa plus minus erreicht er beim Lesen, sequenziellen Lesen. Und das ist etwas langsam. Im Vergleich zum Xperia 1, mit dem ich hier gerade aufzeichne, das schafft etwas mehr als das Doppelte, also etwas über 700 Megabyte pro Sekunde im sequentiellen Lesen. Was das Schreiben angeht, da tut sich da im Grunde genommen nichts zum Xperia 10 oder 10 Plus. Das ist also auch etwas langsam, aber für die Mittelklasse ist das eben noch in Ordnung. Insgesamt macht der Snapdragon 665 einen guten Eindruck und einen deutlichen Schritt nach vorne, wenn man das mal mit dem Xperia 10 oder 10 Plus vergleicht. Da war die Performance etwas, was man bemängeln müsste. Beim Xperia 10 Mark II ist das so. Ich würde mir einen etwas schnelleren Prozessor wünschen, aber der langsame Prozessor sorgt für einen besseren Akku. Deshalb kann ich damit durchaus leben und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass so für, sagen wir mal, 2-3 Jahre dieser Prozessor auch noch ausreichend sein wird. Vielleicht nicht für die allerneuesten Spiele, aber für das normale Arbeiten, da läuft das meiste alles eben flüssig. Kamera, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Dort hat man interessanterweise auf die gleiche App wahrscheinlich gesetzt wie beim Vorgänger oder wie beim Xperia 1. Zumindest zeigen die ersten Screenshots davon und die ersten Tester. Das ist nicht die gleiche App, die das Xperia 1 Mark II hat. Und da frage ich mich, Sony, was soll das? Mach doch eine App für beide Geräte, dass ich da nicht irgendwie mich umorientieren muss. Das heißt, man kriegt zum Zoomen, um die Zoomkamera oder den Weitwinkel, Superweitwinkel auszuwählen, eben nur diesen einen Knopf, wo man draufdrücken muss, um zwischen den verschiedenen Kameras zu wechseln. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich mir die neue Oberfläche gewünscht, wo es für jede einzelne Kamera einen eigenen Knopf geht, um direkt dort hinein zu wechseln. Aber die Kamera hat auch eine neue Funktion bekommen, die ich zumindest beim Xperia 1 Mark II so nicht gesehen habe, nämlich der Nachtmodus. Das also die neue große Funktion, hatte ich ja auch in einem der Leaks angesprochen. Insgesamt kann man sagen, bei hellen Umgebungslicht macht es gute Fotos, die Farben stimmen, der Kontrast stimmt. Im Grunde genommen ist das so die typische Mittelklasse, das typische Mittelklasse-Fotos, da kann man das einfach erwarten. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, man nutzt einen 48 Megapixel
Sensor mit Pixel Binning, um dann noch ein bisschen was mehr an Schärfe rauszuholen. Aber es ist nicht sonderlich schlecht. Ich würde auch eher sagen, es ist nicht im oberen Mittelklasse-Segment angeordnet, was die Kamera angeht, sondern eher mittig angeordnet. Im Vergleich zum Xperia 1 Mark II soll es leicht ins Rötliche tendieren und das Xperia 1 Mark II tendiert so mehr ins Bläuliche hinein. Das heißt, wir haben etwas wärmere Farben beim 10 Mark II. Die Schärfe lässt aber vor allen Dingen auch in der Nacht bei dunkleren Aufnahmen deutlich nach. Der Nachtmodus hilft und kann auch bei allen drei Kameras benutzt werden. Das ist eine tolle Geschichte. Aber es ist ein bisschen was soft. Je nachdem, was für eine Kamera man verwendet, merkt man das da etwas deutlicher. Und je nachdem, wie dunkel es ist, merkt man auch ein deutliches Rauschen. Das liegt einfach an den Sensoren. Die sind deutlich kleiner als beim Xperia 1 zum Beispiel. Es ist eine Verbesserung zum Xperia 10 und 10 Plus, kann aber bei weitem nicht mit dem Xperia 1, Xperia 5 mithalten oder sogar dem Pixel 3a, was Nachtaufnahmen angeht. Dafür kriegt man halt mehr Flexibilität durch die drei Kameralinsen. Man muss halt eben schauen, was man haben möchte. Die Kamera ist aber für das Mittelklasse-Segment nicht die allerbeste, sondern hat eben einen, steckt halt wieder in der Mitte drin. Mithalten kann es mit einem Pixel 3a also überhaupt nicht, was den Nachtmodus angeht. Auch mit den Huawei-Smartphones sowieso nicht, die eben in der gleichen Preisklasse Besseres liefern. Videoaufnahmen. Im Dunkeln ebenfalls kann man vergessen. Also da wird zwar auch ein Nachtmodus unterstützt, aber nee, das rauscht zu sehr. Und ich habe auch keine wirkliche Videostabilisierung gesehen. Es gibt keinen optischen Bildstabilisator, wie ich das gesehen habe. Ist im Grunde genommen bei der Nacht Videos aufzunehmen unbrauchbar. Die Stabilisierung gibt es, eine elektronische Stabilisierung, die soll auch im Hellen relativ ordentlich funktionieren. Aber ob es wirklich die Spitzenklasse ist, naja, ich sage mal so, ich habe auch Besseres gesehen. Kommen wir zum Multitasking. Das ist eines der Aspekte, die Sony sehr stark betont beim Xperia 10 Mark II. Und zwar wird da sehr stark darauf Wert gelegt, durch das 21 zu 9 Display hat man eben die Möglichkeit, eben oben und unten angepinnt zwei Anwendungen laufen zu lassen. Sony hat daran gearbeitet und bietet neben der Funktion Sight Sense nun auch an die Möglichkeit, oder mit der Sidesend-Funktion auch an die Möglichkeit, oben, unten Anwendungen anzupinnen, eine App switchen. Und es gibt separate App-Switcher für den oberen und unteren Bereich, wo man dann die Apps anpinnen kann, die man haben möchte. Und man kann die als Gruppierungen in Sidesense speichern, sodass man Sidesense mit eben dem Doppeltippen auf einer der Seiten dann wieder aktivieren kann und die Konfiguration auswählen kann, die man haben möchte. Kommen wir zum Akku. Der Akku ist mit 3600 mAh deutlich größer als die 2800, glaube ich, waren es nur beim Xperia 10 und hier bei dem Xperia 10 Plus waren es nur 3000 mAh und mit 3600 mAh wird da deutlich mehr mitgeliefert und es soll halt eben auch ziemlich gut sein. Ein paar Werte kann ich euch jetzt sagen, die bereits schon existieren. 10 Stunden Standby von 100% verliert gerade mal 2% Akku. Das ist also ein ziemlich guter Wert, würde ich mal sagen. 2 Stunden YouTube abspielen in Full HD Auflösung bei 50% verbraucht etwa 9% Akku. Das ist auch wirklich ein richtig guter Wert. Und Phone Arena hat bereits schon mal einen Videotest gemacht mit Full HD YouTube abspielen und hat es wirklich geschafft, das Gerät von 100% in 11 Stunden dann auf 0% zu bringen. 11 Stunden YouTube, das ist schon richtig klasse und ist im Mittelklasse-Segment dann wirklich ganz oben angesiedelt und kann sogar Smartphones schlagen, die mit einem größeren, deutlich größeren Akku daherkommen, wie beispielsweise das G8 Power. Das hat, glaube ich, 5000 mAh Akku und das kommt bei weitem nicht auf die Werte, die das Xperia 10 Mark II erreichen kann. Also Sony schafft es dort, gute Werte abzuliefern, was zumindest den Multimedia-Konsum angeht. Sobald man anfängt zu spielen, PUBG habe ich ja bereits angesprochen, oder auch Fortnite, das andere interessante Mobile Game, dort verbraucht es nach einer Stunde Fortnite-Spiel 19% Akku. Da würde ich also sagen, das ist dann doch eher im Mittelklasse-Segment, was den Akkuverbrauch angeht.
wenn es um Spiele geht. Kommen wir zur Software selber. Softwaretechnisch wird Android 10 ausgeliefert in dem bekannten Sony-schlanken Design. Das heißt, es ist im Grunde genommen, wer sich so ein Pixel-Phone kauft wegen eben der Vanilla-Google-Android-Optik, der kann sich auch ein Sony-Phone kaufen. Da hat man im Grunde genommen auch diese Vanilla-Google-Android-Optik mit dabei, mit nur ein, zwei kleinen Anpassungen. Und da muss man wirklich schon ein Android-Experte sein, um das überhaupt merken zu können. Eine Änderung gibt es. Eine wichtige Änderung für einige Leute, die vorinstallierten Apps, die Sony immer so ausliefert, die werden immer weniger. Diesmal hat es die Album-App getroffen, die ist standardmäßig nicht mehr mit dabei und wurde durch die Googles Foto-App ersetzt. Da kann man sich natürlich auch streiten, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Es gibt immer noch die Möglichkeit, die alte Album-App herunterzuladen, glaube ich, oder als APK von alten Geräten zu importieren. Aber es kann durchaus sein, dass die nicht mehr lange unterstützt wird. Insgesamt ist es eine deutliche Verbesserung, auch softwaretechnisch im Vergleich zum Xperia 10 und 10 Plus. Das Gerät läuft flüssiger, das Gerät läuft kühler, das Gerät hat ein besseres Kamerasetup und das Gerät kommt auch mit einem deutlich stärkeren Akku und einer besseren Laufzeit daher. Es ist nicht das Beste in der Mittelklasse, würde ich sagen, aber gut geeignet für den Medienkonsum und ich würde so vergleichen, wenn man es vergleichen müsste, würde ich das vergleichen mit dem Galaxy A51, das Samsung ja auch rausgegeben hat für den 359er Preisbereich, den jetzt auch Sony für das Xperia 10 Mark II verlangt. Es ist im Grunde genommen eine gute Konkurrenz. Die tun sich nicht viel, was das angeht. Wer aber halt ein Sony-Gerät mit 21:9 Display haben möchte, das Display ist besser als bei Samsung, würde ich mal behaupten. Dafür ist die Kamera ein Ticken schlechter. Audio und aptX, aptX HD, alles gar kein Problem. Auch LDAC-Support ist mit dabei. Kopfhörerausgang kriegt man auch. Dort kann man ordentliche Kopfhörer anschließen. All das ist mit dabei. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Insgesamt also würde ich sagen, es ist ein gutes, solides Mittelklasse-Gerät mit ein paar Schwächen und ein paar außergewöhnlichen Stärken, wozu ich das Display zählen würde. Das war's für die Zusammenfassung der Reviews. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich im Comments-Bereich machen. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu beantworten, wenn ich da was weiß. Und wenn ich natürlich nähere Testberichte habe, falls ich ein eigenes Gerät irgendwie bekomme zum Testen, werde ich euch natürlich auch davon berichten. Ansonsten war's das für diesen TechView Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.